So, und da sind wir wieder bei Don't Starve. Und hier sind mal wieder die blöden Frösche. Ich baue mir vielleicht hier nochmal ein neues Lager auf. Auch töten und dafür was kriegen. Oder muss ich erstmal ankommen? Hier könnte ich einen ausgraben. Oder auch nicht. Hier kann ich, glaube ich, einen ausgraben. Nee, auch nicht. Normalerweise grabe ich dann welche aus. Mist. Die müssen rauskommen und dann kann ich die angreifen. Komm raus. Komm raus. Dass ich das gleich noch rechtzeitig schaffe. Komm, einer mit. Hier gucke ich gleich mal, ob ich hier ein paar Büffel finde. Falls ich hier noch nicht war. Und ich war hier noch nicht. Das kann gut sein, dass hier Büffel sind. Aber erstmal das hier alles mitnehmen. Komm, Storlight. Droppe ich das eben hier. Mach ich so. Storm. Storm. Auch damit rein. Auch rein. Und das hier kommt auch rein. So, und jetzt sollte ich mir vielleicht ein Lager aufbauen. Hier baue ich mir auch noch so ein normales Lager, damit ich hier immer wieder hingehen kann. Das ist nämlich auch schon ein bisschen weiter weg von meinem normalen. Zeug. Bisschen blöd jetzt. Ist natürlich scheiße. Dann muss ich da wohl drehen. Nerven. Gut, eigentlich wollte ich dort oben nach Büffeln gucken, aber jetzt interessiert mich das hier doch mehr. Okay, das ist ein bisschen weit weg. Ah, Kumpel. Habe ich denn Fleisch? Ich glaube nicht.
Aber ich habe jetzt gerade eine bessere Idee. Wahrscheinlich brauche ich es eher, aber ja, jetzt nicht. Ich glaube, der Typ hat ein bisschen Angst vor mir. Ja, ich glaube irgendwie schon. Kann ich dem das hier geben? Nee. Also ich hatte mal letztens so ein Schwein mit dem eigenen Fleisch gefüttert. Und das hat es angenommen. Ich hoffe, das mal zu droppen. Was brauche ich denn alles dafür jetzt? Für die Trolle Farm. Trolle Farm kann ich natürlich nicht angucken. Jetzt hier natürlich ein bisschen blöd. Was ist das denn für ein Stein? Oh, noch ein Schwein. Irgendwo ein Schweinedorf in der Nähe sein. Hoffe ich auf jeden Fall. Wenn hier so viele Schweinehäuser sind. Ich habe noch nie ein Schweinedorf gefunden. Das ist das blöde gewesen. Und wenn ich eins finde, dann habe ich Glück. Und da kann man noch ein besseres Lager aufbauen. Steine habe ich jetzt zu wenig, um mir nachher noch ein Lager aufzubauen. Noch ein Schwein. Mist. Fuck. Ja, Hauptsache ist das dann nachher noch. Nicht dann nochmal anzugreifen. Was ein Arschschwein. Geh weg. Jetzt geht er wieder nach Hause. Greift mich aber erstmal an, ey. Was ein böses Schwein. Hier muss doch irgendwo so ein Schweindorf in der Nähe sein. Da wäre ich auf jeden Fall sicher. Ich guck mal gerade auf die Karte. Da sieht man jetzt auch nicht unbedingt, wo eins sein könnte. Speer. Ein Speer, der bringt es mir schon mehr. Reim vor. Nein, keine Ahnung. Mit Geld kann ich da auch nicht viel anfangen. Erst recht nicht, wenn es amerikanisch ist.
War der amerikanisch oder englisch? Keine Ahnung. Komische Währung. Oh. Hallo, Herr Waschbär. Oder bist du überhaupt Waschbär? Keine Ahnung. Ach, da gehen nicht mehr als 10 von. Dann wenden wir den mal wieder zurück. Falls wir hier nochmal vorbeikommen oder so. Was bist du? Komisches Vieh. Wo haben wir denn hier jetzt? Wir müssen wohl ein normales Feuer bauen. Irgendwie mag ich die Viecher. Solange sie mich nicht angreifen, die eigentlich ganz cool aussehen. Danke, es brennt. Es brennt. Und es ist. Oh, gut. Es ist Vollmond. Geh aus dem Feuer raus. Okay, das ging jetzt einfach. Ah, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal was zu essen. Das kann ich den Schweinen geben. Komm, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr so wirklich. Vielleicht finde ich ja mal wieder jeden zurück. Ich hole mir das mal wieder. Aber jetzt brauche ich das nicht. Was ist das? Ein roter. Ein Wehrschwein? Nee, oder? Kommt da einfach mal ein Wehrschwein an. Wie nicht? Ja, siehst du? Bist du doch mein Freund. Ich hab jetzt einen Kumpel, der alles für mich tötet. Ja, ich hab's gefunden, ich hab's gefunden! Schweindorf! Stören tut die Typen das nicht. Die hier bestehle, aber. Warum? So, was haben wir denn hier? Die fetten Typen. Bin ich auf jeden Fall für eine Zeit lang, glaube ich, sicherer. Sollte ich vielleicht ein zweites Lager errichten. Wenn ich genug Steine habe. Suchen wir erstmal ein paar Steine. Gibt es hier welche in der Nähe? Da wäre ein Stein. Hier ist ganz gut, weil hier kommen ja die Viecher raus. Waschbären, keine Ahnung. Die kann man da ganz leicht einfach wegsnacken. Und da hier so viele Schweine sind, die ja auch für sich selbst verteidigen, bin ich da eigentlich ganz gut. Die Schweine helfen mir auch, wenn ich was abbaue.
Läuft also doch noch mal besser, als ich es mir vorgestellt habe. Jetzt brauchen wir nur genug Steine, damit ich hier ein richtiges Lager habe. Und dann habe ich schon mal ein bisschen ausgesorgt. Was bringt es, wenn ich den hier zerstöre? Ist auf jeden Fall was drunter. Hier ist ein Cave. Sollte ich da rein? Na, ich glaube, irgendwie sollte ich hier raus. Denn hier ist ein bisschen dunkel. Hier können wir ja noch später rein. Habe ich denn eigentlich schon genug Steine? Oh, diese Schattenviecher. Ich habe noch Zeit. Mein Schweintyp geht zwar weg, aber noch Zeit. Keine Viecher kommen, die mich so wegmachen, kann ich hier rumlaufen, wie ich will. Habe ich jetzt genug? Noch zwei. Dann schnell zurück in dieses Dorf. Immerhin schon mal 8 Gold. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht wirklich, was mein Schweinkumpel da tut. Oh, Fledermäuse. Ja, die sind jetzt nicht so nett. Oh, scheiße. Die machen ja Licht aus. Ja, mein Freund. Licht. Kann das sein, dass die den nicht angreifen? Hat der gerade den Vogel gekillt? Aha. Einfach geklaut. Voll der Arsch. Ich mag die Viecher. So, dann baue ich hier mir vielleicht noch eine Science-Maschine. Also mein Gehirn geht langsam ein bisschen runter. Am Ende bin ich der Verrückte. Irgendwie gefällt mir das nicht, was jetzt gerade hier um meinen Bildschirm ist. Was muss ich tun, damit ich wieder genug kriege? Vielleicht rasieren oder sowas. Bruchstein. Schon wieder Vollmond.
ganzen Geräusche macht das Bild. Oh, ich habe was gehört. Achso, das muss eine Katze sein. Guckt euch mal den Baum da an. Da ist ja schon so ein Wollknäuel da. Ich will doch keine Katzen töten. Außerdem sieht natürlich aus wie ein Waschbär. Sind die Viecher hier Halluzinationen oder sowas? Also ich werde wahrscheinlich gleich richtig verrückt sein. Gerade deteriorated gesagt. Also das ist schon mal ein Zeichen dafür, dass ich bald tot sein werde. Weil gleich kommen sie. Die Viecher, die meinen Tod bedeuten. Ich brauche Steine. Diese blöden Steine, die ich immer brauche. Ja, ich höre die Viecher, die sind da. Also manchmal hört ihr jetzt so ein Geräusch oder sowas. Als wenn da jetzt übelst die Erde umgekrempelt wird. Und wenn das kommt, dann heißt das eigentlich sofort, dass ihr eigentlich sterben werdet. Ja, die kommen. Aber ich würde jetzt erstmal sagen, das war's für diese Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.